unter 12 Mio kriegt man hier nichts, ja. Guten Morgen. Ist auch krass, schon so eine Seitenstraße direkt so abgekackt aus der, gell? Welcome to Asia-Seite. De mucho, de gracias, de grandes. Wow. Ist das nicht ein deutsches Sprichwort? Soll ich wiederholen jetzt nochmal, Bruder? Wiederholen, gesagt wiederholen. Das. Bruder, nicht Bebek Yokosho. Auf jeden Fall gibt es Dr. Smile, da Zahnarzt, da könnt ihr auch sehen. Die sehen das alle aus wie die Maske. Kennt ihr die Maske, Jungs? Die Maske kennt ihr, oder? Die kennen Maske. Walla, die Leute kommen hier. Die Kommentare, die kennen. Die Maske, ich hoffe, meine Mutter, die sehen alle aus wie die Maske. Die haben alle so... Genau. Diese Ecke hier, Bebek, anscheinend, Cem gemeint, das Dings teuerste Ecke so in Istanbul. So diese Straße runter, da ist Nusret und so. Und unter 12 Mio kriegt man hier nichts, ja? In Eros natürlich. Für ein Haus. Das soll mal gesagt sein. Ja, hallo. Ja, hallo. Also unser Tourist-Guide Cem hat gesagt, Bebek so teuer, weil... Von überall aus hier, weil es auf dem Berg ist. Geografisch gesehen natürlich. Sieht man das Meer. Der ist das. Und deswegen ist hier alles so fucking teuer. Ja. Ja. Warum? Ich hab Angst. Wo war ich das jetzt? Hast du Angst, Bruder? Was? Kriegst du ihn hierher noch von hinten? Sure? Da hinten, Bruder, das ganze weg. Bruder, hier ist dieses traurige Leben. Traurig? Deep Talks auf Bier trinken rein. Dieses Verliebten-Modus, meinst du? Ah, auf Bier, das ist ganz schlecht. Bier ist ganz schlecht hier in der Türkei. Ja? Yeah. Wir sind ein muslimisches Land, oder? Du hast recht, was sollte man hier Bier trinken, gell? Ich stehe alle hier, Bruder. Hier gibt's kein Bier, trinke Jackie bestimmt hier, Bruder. Jackie gibt's hier auch nicht, oder? Jackie gibt's nicht. Hier gibt's gar nicht. Gibt's kein Jackie. Kein Ort, kein Jackie. Chai, Bruder. Chai und Wasser. Genau, die sollen auch sauber bleiben, die Brüder, oder? Die Brüder sind. Emre ist so eher Halal-Basis, Bruder. Das ist ein guter Mann. Halal. Bleibt Halal, Leute. Ja, Bruder. Ich hoffe. Wir nicht Halal, oder? Ja, aber ehrlich. Ja, wir nicht, wir trinken auch kein Bier. Du kennst kein Halal. Bier nicht, Bruder, was auch. Okay. Das gefällt uns. Tag. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Und jeder Morgen kann normalerweise genauso starten. Während es in Deutschland schneit, haben wir in Istanbul hier wirklich ein Çok Güzel. Sexy Çok Güzel. Schönes Wetter. Sonne strahlt mir aus dem Arsch, oder? Schaut euch diesen schönen Anblick an, meine Freunde. Gönnt euch den. Wow. Guck mal, hier viele Flaggen, Alter. Da fehlen auf jeden Fall ein, zwei Flaggen. Meine Meinung. Aber nur persönliche Meinung. Die in Türkei haben einen dicken Nationalstolz und überall, wo das Flaggen. Türkei vor Präsident. Hä? Ist auch krass, schon so eine Seitenstraße direkt so abgekackt aus der, gell? Sag schon, die ganze Zeit. Billig, Alter. Also alles nur Scheiben, Bruder, die haben kein Geld. Die haben kein Geld. Es geht auf die Kadıköy-Seite, also nach Kadıköy, auf die asiatische Seite von Istanbul. Da gehen wir dann was mampfen und das ist auf jeden Fall. Ab geht's nach Kadıköy. Ja. Es geht los. Es geht los. Welcome to Asia-Seite von Türkei, Istanbul. Hier sollen die Menschen anders sein. Anders sein als auf der Europa-Seite. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben kann. Ein herzlicher, netter, freundlicher, süßer, hübscher, riecht noch gut, notgeiler, haben mehr Testo, wir trinken weniger Tee, diese mit Pferd. Das ist auf jeden Fall anders hier. Und hier ist alles günstiger. In Kadıköy. Nie ohne mein Team. Niemals ohne mein Team. Okay. Nein, nein, nein. Nein, das ist ein Stück. Das ist was. Boah, das ist crazy. Freunde der Nacht, alle, wenn ihr in Istanbul seid, das hier ist Majo. Und im Prinzip ist das einfach nur Honig, was ihr in euer Tee mit einmischen könnt. Und wenn ihr diesen Honig dann getrunken habt, genau, ihr versüßt euren Tee. Aber er hat positive Wirkung auf das Nachtleben, Sexualleben, keine Ahnung, wie auch immer man es nimmt. Also wir haben es nicht gekauft oder so, wir haben gerade Leute kennengelernt. Wir haben es gut ausgeliehen.
mitgegeben, schon euch mal gezeigt haben. Das heißt Maggio. Ein oder anderen Vater. Genau, Vater, von dem wir kennen. Und ja. Mein Munkel. Aber wir, es gibt den auch in anderen Versionen, in bessere. Der Weg bei jedem. Das heißt, wenn ihr Probleme habt, nachts einschlafen oder so, der Frau glückliches Leben führen, Maggio. Ole. In diesem Sinne, wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Die Abmoderation. Abmoderation. Scheiß YouTube-Kanal.